Willkommen zu einer neuen elektrisierenden Folge von Deliver Us the Moon. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und vielen Dank an alle Mausverwöhner und Zuschauer, die meine letzten Videos geschaut oder bewertet haben. Wer noch nicht das letzte Video gesehen hat, kann dies gerne auf meinem Kanal nachholen und eventuell einen schnabulösen Kommentar oder Abo dalassen. Wir stehen gerade vor unserem neuen elektrischen Becken und müssen jetzt möglichst schnell das ganze Dingens verschieben, wenn das dann aufhört, und dann auf das Ding springen. Ich hoffe mal, ich funktioniert. Wart mal lieber. Man hat ja ein bisschen Zeit, ne? Ah. Das war zu lange. Oh, Glück gehabt. So, einmal drauf und dann sollten wir es geschafft haben. Ja, damit sind wir auch hier durch. Und kümmern wir uns gleich um das nächste Problem, nämlich diesen Zug dort, der da reingekracht ist und wir ja in der letzten Folge uns gewundert haben. Oh, jetzt wird sich ja erklären, warum. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Das sieht aus wie so eine Art Laser oder sowas. So, hier kann man auf jeden Fall nichts nutzen. Mensch, ich glaube sogar, dass der eingestürzt ist hier. Ah, ich habe eine Idee. Wir müssen diesen Zug... Ah, da unten hat sich was versteckt. Irgendwas in der Datenbank. Ein Rohrbruch. Dieses kaputte Rohr scheint Teil der Kühlsysteme des Reaktors gewesen zu sein. Das heißt, das Kühlwasser, wodurch wir gelaufen sind, ist wahrscheinlich oder stammt hier. Von hier, und das ist dann wahrscheinlich irgendwo durchgesickert, aber es ist ein bisschen tief. Gut, wir müssen irgendwie dazu kommen, dass wir den Zug da reinbrettern lassen. Hi Joanne, thanks for the custom paint job on my suit. I love it. Enjoy my end of the bargain. It wasn't easy to find. Ja. Sehr schön. Also, da hat sich jemand bei Joanne bedankt für die neue Bemalung oder für das neue Outfit ihres Anzuges. Schauen wir mal weiter, was es hier gibt. Okay, hier geht's nicht. Ich denke mal, wir müssen mit der ASI-Einheit da in den Zug rein. Wäre jetzt eine Idee. Immer auch nach oben schauen. Erstmal ein bisschen erkunden hier. Das ist auf jeden Fall Story. Okay, also... Da ist doch irgendwas durchgekracht. Oh, das sieht aus wie ein Bahnhof aus. Da ist ein Schlüssel. Da ist zu. Okay, wir kommen hier nicht weiter. Es reicht aber auf jeden Fall erstmal, uns umzuschauen. Hier ist eine Treppe. Die kommt von oben. Da ist eine Tür offen. Kommen wir da hoch vielleicht? Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Gut, also hier geht es irgendwie rum. Da könnte man eventuell lang. Na, mal schauen. Können wir hier irgendwie was verschieben? Ne, eigentlich nicht, ne? Können wir denn da runterspringen?
Ja, das können wir. Nur bringt uns das nichts. Ja, wieso gehen wir nicht einfach hier hoch? Warum so schwierig, wenn es auch einfach geht? Na, seht ihr. So einfach ist das. Gut, also der Zug ist auf jeden Fall da irgendwie reingekracht. Gut, gucken wir uns mal die Story an, was denn hier passiert ist. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da. Bleib da, ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Sarah. Es ist für Kathy, okay? Sie wartet, sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kranken, die Kryopatienten, in die letzte verlegt. Und Kathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah... Mit oder ohne NPT, unsere, Kathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Kathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Kathy und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Du musst das verstehen. Ich muss los. Alex? Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac? Nein! Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Oh, Sarah, was habe ich getan? Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Tut mir leid, Kathy. Ist schon okay. Keine Sorge. Nur so konnte ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Faster. Nein. Sarah? Es ist okay. Ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Alex. Das hier muss niemand sehen. Auweia. Also hat Isaac die Sarah umgebracht. Ist genauso so ein schlimmer Mensch. Man muss natürlich auch sehen, dass er seine Tochter retten wollte, aber auf Kosten eines Menschenlebens ein anderes Menschenleben zu tauschen, ist generell immer falsch. Suche im Hangar der Einschienenbahn nach Helium 3, überprüfe den Lagerbereich für Helium 3. Gut.
Die Sache ist die, wo ist Sarah hin eigentlich? Hat er sie dann beerdigt? Gut, hier kommen wir nicht lang. Gut, da steht ein Helium-3-Behälter drin. Ach, hier war das gewesen. Da sieht man noch die Sachen hier. Ach ja, traurige Geschichte, muss ich euch sagen. Oha. Vielleicht können wir da irgendwie... da rein. Okay. Ah, okay. Wir müssen hier irgendwie rein, um den Schlüssel aufzumachen. Ja, was brauchen wir? Wir müssen irgendwas hier hinschieben. Hier genauso. Kann man hier irgendwas benutzen? Vielleicht den Terminal? Nee, den kann man scannen. Ein schienbaren Terminal. Genau, hat sozusagen den ein- und ausgehenden Verkehr registriert. Gut, hier müssen wir dann auch nochmal den Schlüssel. Wir brauchen irgendwas zum Schieben. Gehen wir mal da oben hin. Vielleicht haben wir da die Möglichkeit. Inspizieren. Phase 1 Evacuation. Okay, also es ging da um die Phase 1 der Evakuierung. Vielleicht kommt man hier rein. Ach, da steht auch noch einer. Okay, wie kommen wir denn da hin? Vielleicht mit der ASE-Einheit? Aha, okay, also da kommt man irgendwie lang. Nur wie kommt man da rein? Ah, da müssen wir rein. Gut, das haben wir gelöst. Wir nehmen den Schlüssel. Oder die Energiezelle, kann man ja sagen. Ist ja beides. Einmal rein. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ach, hier sind also wieder Strom. Okay. Einmal ausmachen. Wir müssen mit der ASE-Einheit durch. Wo einmal unten. Hier muss es irgendwie einen Aus- und Einschalter geben. Wie kommen wir jetzt ohne weiteres daran, ohne dass wir einen Schlag kriegen? Vielleicht müssen wir es anders regeln. Vielleicht müssen wir, okay, erst drin und wir schalten. Gehen wir den Schalter nochmal aus? Ne, geht leider nicht. Kommen wir vielleicht von außen rein? Hey. Hier müssen wir ja auch noch. Aber da hatten wir, glaube ich, schon nachgeguckt. Ja, hier oben ist noch einer. Ein Schlüssel. Die Frage ist, wie kommen wir an diesen ran jetzt? Heißt, wir müssen erstmal den Strom ausschalten. Da vorne kommen wir nicht ran. Müssen wir nochmal schauen, vielleicht irgendwo auf der anderen Seite. Das hatten wir ja hier gelöst, das Rätsel. Das müsste hier weitergehen. Oder auch nicht.
Weil, wenn man den Container verschieben kann mit dem Helium 3, dann könnte man den ja hier rausschieben. Wenn es denn geht. Ah, ja. Moment. Wenn wir jetzt... Müssen wir mal schauen. Vielleicht habe ich was übersehen im Raum. Vielleicht geht ja auch die Tür jetzt einfach auf. Nee, es geht leider nicht. Gut, also hier haben wir natürlich jetzt ein kleines Problem. Wir haben insgesamt noch 2 Türen, die wir öffnen müssen. Die eine können wir nur öffnen, indem wir da was draufstellen. Sonst kommen wir da nicht durch. Und die andere ist gesichert durch Elektrizität. Wo geht's denn eigentlich? Nee, das ist auch nicht richtig. Ein theoretisch, was ist denn, wenn wir den Schlüssel jetzt rausziehen? Die Tür ist ja offen. Ja, passt. Ja, jetzt geht's. Ah, okay. Boah, ich steck den mal hier hin. Kann man den abstellen? Ja, seht ihr, da kommt man jetzt durch. Ach, jetzt ist da aber die Tür zu. Okay, wir müssen da jetzt... Da ist nämlich die Schaltzentrale für den Strom. Deswegen müssen wir jetzt hier rauf. Genau. Das ganze Spiel, wir müssen den runtertragen und den anderen mitnehmen. Dann haben wir es doch gleich. So, rein damit. Da geht es nicht weiter. Hier haben wir auch nichts für die ASE-Einheit. Jedenfalls sehe ich nichts. Notfallluke. Ah ja. Natürlich eine gute Frage. Einmal durch die Tür, die geht natürlich nicht auf. Super. So, und nu können wir da wieder raufsteigen. Ah. Ja, man muss auch einmal... Genau. Und jetzt müssen wir das Ganze ausschalten. Beziehungsweise anschalten müssen wir. Dann ist zwar der Strom noch da, aber das Förderband läuft ja in unsere Richtung und transportiert jetzt den ganzen Container nach vorne zu uns, ohne dass wir da durch müssen. Und damit haben wir das auch gelöst. Einmal hier den draufdrücken. So. Seht ihr? Geht doch alles. Wir müssen das Ding mal ein bisschen drehen. So, Helium 3. Mann, so schwer kann doch gar nicht Helium 3 sein.
Gut, das haben wir jetzt gelöst. Wohin damit? Haben ja keinen Zug mehr, ist ja alles gesperrt. Moment mal, müssen wir den jetzt hier irgendwie in den Zug reinkriegen? Was ist das da für ein Rohr eigentlich? Okay, da kommen wir nicht durch. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie den Container da runterschieben. Ach du meine Güte, jetzt müssen wir mal den Container irgendwie da hinkriegen. Ja. Hier kriegen wir den Container nicht runter. Also hier durch kriegen wir ihn nicht. Was ist denn, wenn wir einfach den Container jetzt in die Richtung schieben? Ah, hier geht er nicht weiter? Doch. Ne, hier will er nicht weiter. Da klemmt er. Hier klemmt er auch. Da will er nicht weiter. So, warum willst du nicht weiter? Irgendwas habe ich übersehen. Da geht's nicht lang. Vielleicht muss man den hier rüberschieben. Ne, da will er auch nicht weiter. Gut. Ja, das mit dem Helium-3-Container, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Jedenfalls sind wir am Ende der Folge wieder mal angekommen, Leute. Schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Abo, Like würde ich mich freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was.